Willkommen zurück hier, Red Dead Redemption 2. Wir sind gerade auf dem Weg zurück zum Lager, beziehungsweise sind gerade angekommen. War unterwegs noch ein bisschen fleißig, habe noch hier irgendwo, man sieht es gerade nicht, weil wir zwar weit nach hinten gucken können, aber nicht zu weit nach unten. Wir werden gleich anschauen, was ich schon mitgebracht habe. Wie man sieht, in dem Lager sieht es nicht so gut aus. Das liegt aber daran, dass immer wenn ich was fürs Lager mache, das halt unsere Ehre hebt. Deswegen mache ich relativ wenig fürs Lager. So, genau. Wir nehmen hier. Ich habe hier mal etwas Fleisch besorgt. Ich bin mal gespannt, ob die sich denn jetzt alle freuen. So, das Ding ist halt, hinten ist immer der es schlachtet. Müssen wir mal arschweit laufen, weil wir können ja hier nicht rennen. Moment, ich bin gerade wieder mal verwirrt. Mal wieder, mal wieder. Da hinten ist der Schlachter, also theoretisch. So, gucken wir mal. Der kommt ja mal erst, wenn wir da sind. Beim ersten Mal dachte ich nämlich, wir müssen immer nur warten, bis er kommt. So, spenden. Gucken wir doch mal, ob wir den Kabelbock spenden können. Ist das hier Kadaver schlecht? Für die Vorräte spenden. So, oben ist immer noch rot. Okay, ja, jetzt nicht so viel wart. Und die Boys, ach, das hätte ich gar nicht vom Pferd schleppen müssen. So, was haben wir hier? Tinktur. Ich weiß halt nicht, was. Ich habe noch keine Ahnung, aber 90 Cent. Wolfsherz. Ich glaube, eins von jedem reicht. So. Gucken, ob sich das oben ändert. Irgendwie nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Haufen Kohle. Aber wir wollen natürlich noch mehr Kohle. Und zwar irgendwo hier rennt John rum. Schau mal, da hinten. Für den wir in der vorletzten Folge diesen Ölwagen geklaut haben. Nee, ich kann es nicht trinken. Wir müssen was tun. Wir brauchen Kohle. So. Geht tatsächlich nicht hoch. Munition ist hochgegangen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich belese mich halt auch nicht, weil ich dann halt keinen Spaß dran habe. Lieber entdecke ich alles langsam und gemächlich, als alles schon vorher zu wissen. Everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See, Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Yeah. Awful. Hat er wieder eingelassen. Können wir uns noch kurz auf die Schenkel klopfen? Wir sollen uns beim Wagen treffen. Wo ist denn der Wagen? Der Wagen ist natürlich da hinten. Einmal quer durchs Lager gelaufen. Wir können aber mal kurz zum Buch gehen. Zum Lagerbuch hier. Vielleicht können wir irgendwas verbessern. Ja, Berufstag. Kontrollbuch, Beitrag leisten. Nee, ich will keinen Beitrag leisten. So, wir brauchen halt, aber ich kann auch meine eigene Kohle nehmen. Wie man sieht, ich bin irgendwie der Einzige, der großartig was macht. Da haben wir mal Carol und Sean, aber ansonsten ist das Ding nur voll von uns. Soll sich mal noch jemand beschweren? Etwas mit Schuss? Nö. Grundlagen, Brot und Kekse sind weniger langweilig. Erhöhe die Vorräte des Speisewagens und füge frisches Obst sowie einfach Konserven zu. 30 Dollar der Spaß. Angriff verbessern. Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens und füge Repetier, Gewehrmunition und Pfeile zu. Das könnten wir wahrscheinlich am ehesten mal machen. Was haben wir eins nach dem anderen verbessert? Dutchs Unterkunft. Inspiriere andere. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Das hier drüben reizt mich aber, dieses Lederbearbeitungswerkzeug. Damit er weitere Verbesserungen für dich herstellen kann. Die wahrscheinlich auch kosten. Hier unten haben wir noch einen Hühnerstall. Gewährt einen Dead-Eye-Schub. Kaufe einen Hühnerstall fürs Lager. Alle Eintöpfe aus dem Lager erhalten etwas Nahrhaftes und gewährt. Es gibt nicht noch eine Seite, also eigentlich, wir haben ja ein bisschen Kohle. Komm, wir nehmen erstmal das hier. Ach, ich muss das nur anteilig bezahlen. Oder? Achten wir auf die Kohle oben rechts. Ah, okay. Wir haben die Lagerkasse leergeräumt und den Rest aus unserer Tasche bezahlt. Die
was hatte ich noch überlegt gehabt? Das sind wir uns, glaube ich. Genau, dass wir Pfeile gleich im Lager kaufen können. So, das reicht jetzt aber. Tada. Epische Videoszene. Genau deswegen brauchen wir nämlich ein paar neue Waffenhalterungen, damit die weniger gammeln, wenn wir durchs Wasser reiten. So, ich habe Beitrag geleistet und was ist denn die Schlacht? Achso, da kommt er erst. Da ist er. Komm her. Komm mal her hier. Komm mal her hier. Okay, ich komm schon. So, grüßen, verärgern. Hä? Okay, es geht noch nicht. Arsch. Okay, gehen wir. Achso. Gehen wir so verbessern. So, Tasche. Und zwar. Tasche für Ausrüstung. Achso, da unten brauchen wir noch den Hirschfell, Wapiti-Fell, Pantherfell. Okay. Na gut, dann brauchen wir gar nicht weiter gucken. Und ah, jetzt Mission. So, wo seid ihr? Versteckt euch hinten irgendwo. Hä? Ich sehe euch gar nicht. Jungs, kommt raus, kommt raus. Ich bin doch genau hier. Nee, Abigail. Okay, wir müssen auf die große Karte gucken. Wo treffen wir uns denn jetzt? Nicht blöd. John. John. Du bist nicht John. Du bist auch nicht John, oder? Charles. Charles wollte mir doch holen. Da hinten ist er. Da ist er. Ich bin da. Können wir jetzt starten? geht nicht. So, so, was machen wir denn jetzt? Wir sind am Wagen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir müssen erst bis zu dem Lager des Wagens reisen. Mal gucken, wo war das denn gleich? Das war ja, wo dieser komische Stein war, wo wir nicht gewusst haben, beziehungsweise nicht rausgekriegt haben, wie wir denn den öffnen können. So, gucken wir mal. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wo das war. Na naja, gut, dann müssen wir halt umswitchen. Machen wir da einfach die Abigail-Mission. Mal gucken, was sie will. Abigail, was du bist? Nee, du warst nicht Abigail. Doch, bist du. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Gut, ne, dann schauen wir mal, was wir mit dem Rotz machen müssen, Jack. Guck mal rein hier von mir, den haben wir beim letzten Mal verärgert. Er ist natürlich wieder auf der anderen Seite vom Lager. So, mal gucken. Ach, da unten sitzt er. Na, dann schauen wir doch mal, was wir machen können. Lustiges. Mit Jack. So, Jack. What you up to? Clean. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're. It's about time that you started to earn your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us a fish. Yeah. Ja, so ab aufs Pferd. Hast du auch ein Pferd? Nee, nimm schnell mit. Okay, ich dachte mir schon. Na komm mal ran hier. Jack. Großer Mann. Angel. Jack. Jack. Jack, Jack.
So, auf geht's. Angeln, jetzt können wir endlich angeln. Kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. Got fish to catch first. Yeah. So, lasst uns angeln. Auf jeden Fall können wir nebenbei noch irgendwelche Comics schon sammeln für den guten Jack, den wir beim letzten Mal verärgert haben. Ja, das ist bestimmt wieder für unsere Erde. Das bedeutet, wir müssen mit Jack ungefähr so viele Comics, wie wir sammeln, ungefähr so viele unschuldige Menschen müssen wir beseitigen. So. Haben wir eigentlich auch eine Angel? Okay, Gegenstände. Da unten. Wir haben eine Angel. Jawohl. Hier, ich hab's in der Hand. So, jetzt brauchen wir noch einen Köder. Käse. Wir können mit Käse angeln. Brotköder, Mais, Käse. Okay. Cheese. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. You've got a bite, Uncle Arthur? Whoop, think I got one. I see, I see. See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Now seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in nice and steady. Wir schaffen das, komm. This is a great oh, der ist ja riesig. Don't jinx it, kid. Er hat gekämpft wie ein Groß, ich denke, kommt sonst was für ein Fisch. Der ist ja niedlich. 283. Genau, komm, wir schmeißen mit rein. Was wollen wir denn damit? Also ganz ehrlich, das will mal ein Fisch werden. Okay. Was willst du denn machen? Dschungel. Oh oh, mir spannt Böses. Na gut, wir sollen weiter angeln. So, mal gucken, ob wir noch einen kriegen. Und vor allem, ob der mal ein bisschen größer ist. Komm, Fisch, 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 Fisch. So. Also der Kleine hat schon gekämpft wie ein Großer. Bin mal gespannt. Also entweder hätte er gar nichts dran, weil das geht gerade gut von der Hand. Der ist ja genauso niedlich. Was ist das denn für ein Angelspot? Wie der überhaupt was? Komm, lass mich raten. 100 Gramm. 538 Gramm wie das kleine Ding.
Ach komm, wir werfen dich zurück. Aber es ist auf jeden Fall gut zum Leveln. Ach was? Okay, wir tun jetzt irgendwie schon weg. So, zack. Born as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit, wait, try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. Hm. So, können wir auch mit was anderem angeln oder dürfen wir es nicht? Wir müssen weiter angeln. Okay. Oh, toll. Du hast eine Kette gemacht. Wer bist du denn? In such complex circumstances. Oh, oh. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Gonna turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. As I heard, guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. You have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. Enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Nee, nicht mehr kann lassen, nicht mehr kann lassen. Fishing, kid. Nee, wir fischen jetzt nicht gleich weiter. Who are they? Jetzt lass mir die wegreiten. Pick up your things and get home. Warum tun wir sowas? Ich hätte jetzt einfach direkt weggeballert. It's getting late, Jack. Your mother will be worried. Let's head back. Hm, gut, die sind auf jeden Fall über alle Berge. Schade eigentlich. Die sehen wir bestimmt wieder und irgendwann stirbt deswegen jemand. So, komm her, Jack. Angel. Jack. Check. So, und jetzt. Das Ding ist halt, die könnten ja irgendwo hier im Busch sitzen. Und uns folgen. Because, well, because those are disagreeable men. And I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. The world is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Ja, so ist das nun mal mit den Fischen. Eine Menge rumstehen oder rumsitzen. So, gehen wir hier. Gucken, wie toll wir die Quest abgeschlossen haben. There you are. How you
boy's getting on. Great. We caught a fish, and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Sehr, sehr simpel. Yay, wieder mit Bronze abgeschlossen. So, schauen wir mal, woran es diesmal lag. Fange, nachdem du am Ufer angekommen bist, innerhalb von 1 Minute 30 einen Fisch. Schließe Mission. Alles um solche Zeitquests. Entweder Zeitquest oder Kopfschussquest. Naja, okay. Dann ist das ja okay. Wir gehen jetzt mal, wenn du genug Material für eine Lageranfrage bei dir hast, erscheint bei dem Auftraggeber ein Zeichen. Begib dich dort hin. Okay. Ist hier irgendwo so ein Zeichen? Ich glaube nicht. Dort hinten ist ein Ausrufezeichen. So, schauen wir noch hier hinter. Und dann schauen wir ins Kompendium. So, laufen. Hier müsste es doch sein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ach, hier. Ach, mit dir. Ich muss mal verärgern, einen Gegenstand geben. Komm, wir geben dir mal irgendwas. Keine Ahnung was. Ach, stimmt, wir hatten ja schon so ein Wildwestbuch. Ja, klar. Wieder R hoch. Dank deinem Comic müssen wieder zwei Unschuldige sterben. So, jetzt schauen wir mal ins Kompendium, mal gucken, ob ich es gleich finde. Hilfe. Nö. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Aktivitäten hier vielleicht. Jagd, Angeln, Pokémon, Blackjack, Domino. Nö. Tja, ich weiß gar nicht, wo es ist. Spieler. Aber. Gesundheit allgemein, Dead Eye. Nein, ich weiß es nicht. Das bedeutet, ich muss bis zur nächsten Folge mal gucken, wo wir. Oder hier vielleicht Putschot. Da ist es. Kompendium. Und zwar irgendwelche Comics, Ausrüstung, Tiere, Fische, Banden, Pflanzen, Pferde, Waffen, Zigarettenbilder. Okay, hier nicht. Dann wahrscheinlich am ehesten hier. Bandit, Entdecker. Ich tippe mal auf Entdecker. Jo, so, gucken wir mal. Entdecker war hier. Und zwar. Achso, das ist ein Schatzkarten. Na gut, ich muss da irgendwie mal gucken, wo wir denn die Comics finden. Auf jeden Fall war das Band 132 oder sowas, was wir ihm jetzt gerade gegeben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch 131 haben. Obwohl, man weiß ja nie. Gut, das soll es für die Folge gewesen sein. Mal gucken, wo es denn hier weitergeht. Irgendwo haben wir noch dann ganz weit weg. Ganz weit weg. Hier hinten ist dann die Kutsche. Genau da war's. Da sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.